Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen beim Nagelpilz. Es gibt einen einführenden Text. Nagelpilz. Pilze können sich auf, in und unter den Nägeln einnisten. Meist sind die Fußnägel dafür anfälliger als die Fingernägel, vor allem wenn sie in ihren Schuhen häufig schwitzen und die Nägel dadurch etwas weich werden. Die Nägel verfärben sich bei einer Nagelpilzinfektion gelblich-braun, werden brüchig und reißen leicht ein. Manchmal lösen sie sich etwas vom Untergrund ab, sodass sie den Nagelputzer tief unter den Nagel schieben können, ohne dass dies schmerzhaft wäre. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Nur wenn lediglich einzelne Nägel betroffen sind, wenn nur die Hälfte des Nagels befallen und auch die Nagelwurzel noch nicht von Pilzen infiziert ist, können Sie versuchen, ihn mit äußerlich anzuwendenden Mitteln zu bekämpfen. Ist der Pilz schon weit fortgeschritten, genügt es meist nicht, den Pilzbefall allein mit äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln zu behandeln. Dies gilt vor allem, wenn mehrere Nägel zugleich befallen sind oder sich der Pilz über mehr als die Hälfte des Nagels ausdehnt und die Nagelwurzel bereits infiziert hat. Dann ist es sinnvoller, die Infektion mit pilztötenden Medikamenten zum Einnehmen zu behandeln. Diese verschreibt der Arzt. Wann zum Arzt? Eine Nagelpilzinfektion können Sie schwer selbst erkennen und behandeln, weil das Pilzgeflecht den gesamten Nagel bis tief in das Nagelbett hinein durchziehen kann, ohne dass Sie dies sehen. Wenn Sie Anzeichen für eine Nagelpilzinfektion finden, sollten Sie besser gleich einen Arzt aufsuchen. Dies gilt vor allem, wenn Sie Medikamente einnehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken oder wenn Sie mit Zytostatika behandelt werden, an AIDS erkrankt sind oder Diabetes haben. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Bei äußerlich anzuwendenden Präparaten ist nicht unbedingt garantiert, dass der Wirkstoff tief genug in den Nagel eindringt. Wenn der Nagel vor dem Auftragen des Arzneimittels mit Hilfe von Nagelfeilen oder Schleifpapier abgefeilt wird, lässt sich das Eindringen des Wirkstoffs jedoch verbessern. Pilzmittel zum Auftragen werden auch häufig therapiebegleitend zusammen mit Pilzmitteln zum Einnehmen oder nach Abschluss einer solchen Therapie eingesetzt. Dies kann den Behandlungserfolg erhöhen. 4 Wochen nach Abschluss der Behandlung sollte ein Hautarzt einen Abstrich vom Nagel nehmen, um eine Pilzkultur anzulegen. Damit kann er überprüfen, ob der Pilz tatsächlich vollständig verschwunden ist. Früher sollte diese Untersuchung nicht erfolgen, weil sonst Rückstände des Antipilzmittels das Ergebnis verfälschen können. Wie lässt sich vorbeugen? Schneiden Sie Fuß- und Fingernägel kurz und säubern Sie sie regelmäßig. Da die Behandlung von Nagelpilzen meist sehr langwierig und die Pflege von Fußnägeln manchmal schwer zu bewerkstelligen ist, sollten Sie gegebenenfalls regelmäßig zur medizinischen Fußpflege gehen. So, das war der einführende Teil. Im Folgenden werden Medikamente und Wirkstoffe bewertet. Das sind Medikamente und Wirkstoffgruppen. So, bei den rezeptfreien Medikamenten gibt es Clotrimazol, Bifonazol und Harnstoff,
Clopirox, Naftifin, Amorolfin und Harnstoff- und hautpflegende Substanzen. Gut, geeignet sind Bifonazol und Harnstoff, Cyclopirox, Amorolfin und Amorolfin. Und dann gibt es rezeptpflichtige Medikamente und die sind alle geeignet. Und das sind folgende Wirkstoffe: Terbinafin, Fluconazol, Itroconazol und das war's. So, bis später.